So, damit haben wir aber auf jeden Fall das mal erkundet. Dieses Grab. Und jetzt wird es ja eigentlich schon in Richtung erster... Ja, genau. Erstes Grab gehen. Und ich denke, das machen wir jetzt noch nicht. Sondern wie gesagt, jetzt gehen wir zuerst mal zurück zu den Schmiedelanden. Und reisen das mal deswegen mal zu schnell zum Baum des Todes. Okay, und von hier aus nehmen wir jetzt das eine Portal und wie gesagt, gehen wieder zurück in die Schmiedelande. Dort können wir nämlich jetzt auch einiges abgeben, können so ein paar Viecher töten und sowas. Passt also eigentlich ganz gut. Und damit sind wir wieder zurück in den Schmiedelanden. Wieso haben wir denn hier ein... Achso, für die ganzen Nebenquests. Deswegen. Sollen wir zurück in das Reich? Ja. Geht Portal zum Reich der Toten. Ja, okay. Wir wollen jetzt aber natürlich erstmal nach Dreistein zurück. Und dort mal alles so ein bisschen abgeben. Was wir denn so bekommen haben. Dreistein, genau. Sehr schön. Wie gesagt, dann können wir erstmal Argul abgeben. Das gibt dann nochmal ein bisschen Geld und Erfahrung. Und dann können wir mal mit allen reden und können uns dann halt so ein bisschen allgemein umschauen. Halt, Tane. Dort hinten. So. Du hast den Wächter geschickt und gerissen bekämpft. Du könntest noch zum Krieger werden. Ich habe Argul gefunden. Einst war er der König der Toten. Ich gehe davon aus, dass du dich verneigt hast, bevor du ihn getötet hast. Es gibt noch Wesen, die sich deiner ebenbürtig erweisen. Okay, sehr schön. Damit haben wir auf jeden Fall ein bisschen Gold und auch ein bisschen Erfahrung bekommen. So. Und dann gehen wir nochmal kurz zur Schamanin. Na komm. Es ist so ätzend, hier entlang zu laufen, weil es so ewig braucht. Du hast unser Reich gerettet, Reiter. Und dafür hast du meinen Dank. Doch nur die Zeit wird zeigen, ob unser Weg in die Finsternis führt oder aus ihr heraus. Warum schafft ihr Kreationen? Ihr Erschaffer scheint mir standhaft genug. Selbst wir müssen letztendlich aus dem Leben dahinscheiden. Aber unsere Geister sind viel zu alt, um zur Stadt der Toten gezogen zu werden. Stattdessen müssen wir mit dem Wald eins werden. Oder einen Körper aus Stein annehmen. Wenn Kreationen tote Erschaffer sind, sollte man meinen, dass es noch mehr davon gibt. Einst gab es viele Kreationen in den Hallen des Steinvaters. Aber das Verderben hat viele von ihnen und von uns übermannt. Ich habe nach einem Weg gesucht, Stein Leben zu geben, ohne die Seele eines Erschaffers zu opfern. Ich kann jedoch nicht behaupten, dass es Leben ist, das ich meiner Schöpfung eingehaucht habe. Etwas ging schief. Die Kreation wurde von Feuer verzehrt. Zorn, der aus dem Abgrund hochkochte. Es tötete einen unserer Jüngeren und floh zum verkohlten Pass. Ich möchte nicht, dass meine Schöpfung vernichtet wird, aber sie darf niemanden mehr verletzen. Ich möchte... dass du sie tötest. Du hattest Probleme, Gras wachsen zu lassen. Warum also eine Kreation schaffen? Wir sind ein Volk des Steins, geboren aus den Feuern unter der Erde. Ich habe einen Funken des Steinvaters eingefangen, um meiner Schöpfung Leben einzuhauchen. Aber er hörte nicht auf zu brennen. Schon bald verwandelte sich sein Schmerz in Zorn. Ich habe schon zuvor Kreationen erschlagen, Schamanin. Wie werde ich erkennen, dass ich deine getötet habe? Er nennt sich selbst Gorn. Das Wort kenne ich nicht. Aber ich ahne, dass es alt ist. Ein Wort des Feuers. Es wallt in ihm auf und läuft auf die Erde über. Feuer oder Blut, ich werde ihm beides entziehen.
Okay, Funke des Lebens. Finde das Zuhause des, der verrückten Kreation. Werde ich sehen. Okay. Dann schauen wir uns die mal an. Ich glaube, mit den beiden drin müssen wir nicht mehr reden. Was hat Khan eigentlich noch zu sagen? Hat er irgendwie noch so eine Abschlusssache, weil wir ihm ja alles gebracht haben? Du solltest ohne mich weitermachen, Reiter. Ich habe schon genug Abenteuer erlebt. Okay, gut. Ich dachte, dass es da irgendwie noch zu irgendwas anderem führt. Na ja, dann. Habt ihr noch irgendwas? Ich kann kaum glauben, dass Eide abgegangen ist. Ich habe ihm nie gedankt. Für alles, was er getan hat. Okay. Gut, damit haben wir das. Dann können wir ja mal zum verkohlten Pass gehen. Und uns dort die Kreation anschauen. Das hier war der verkohlte Pass, genau. Da hätte ich doch nichts gesehen. Ach, vielleicht die Narbe. Könnte die Kreation in der Narbe sein? Schauen wir jetzt mal. Okay. Ah, da kommen wir jetzt auch rein. Sehr schön. Und wie gesagt, das könnte ich mir vorstellen, dass das dann sein Zuhause ist. Schwupp. Und kriegen wir die? Ja, sehr schön. Okay. Damit haben wir das. Und ja, wie gesagt, damit kommen wir in die Narbe rein. Töte die verrückte Kreation, aber wieso kehre zu Tane zurück? Was? Hä? Also manchmal sind diese... Ja, diese Sachen merkwürdig. Manchmal stimmen sie einfach überhaupt nicht, was man denn so alles machen soll. Na gut. Vielleicht, weil das dann doch irgendwie andere, andere Quests sind, die da auch aktualisiert werden oder so. Keine Ahnung. Verteidigung. Und wieder zurück. Das war jetzt halt schon wieder so eine Kiste, die hätte ich eigentlich mir sparen können. Weil sie einfach so unglaublich unnötig war. Aber wie gesagt, dann schauen wir uns mal... Oh. Flee! Gorn wird dich zermalmen! Okay. Damit sind wir wieder zurück bei den Kreationen. Ach, wie ich sie vermisst habe. Mal Gegner, die nicht in Zehntausender Ausführung kommen. Sondern schön, naja, ich will nicht sagen einer nach dem anderen, aber ein bisschen weniger. So, ne, dann wechseln wir mal das Ziel. Der ist nämlich ein bisschen arg weit weggekommen. Und die Lava geschubst, wunderbar. Schön, sogar noch eine Stufe aufgestiegen. Verteidigung, Gesundheitsregeneration. Oh, wow. Das will ich jetzt mal anschauen. So. Hier haben wir gerade noch die Todesengelrüstung. Das heißt, wir würden bloß ein bisschen Gesundheit verlieren. Dadurch aber mehr Gesundheitsregeneration und mehr Verteidigung bekommen. Das nehme ich. Die Gesundheit ist jetzt nicht so mega, die wir verlieren. Ja, genau, sind weniger als 50. Ja klar, sind 47. Ja, gut, okay, aber dafür... Ja, mehr als verdoppeln wir ja unsere Gesundheitsregeneration. Und die Verteidigung ist auch nicht schlecht. Also, sehr schön. Damit haben wir leider das Todesengel-Set, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, bei den Handschuhen noch. Bei den Handschuhen hält sich's gerade noch, aber das ist auch bloß eine Frage der Zeit, bis wir da was Gescheites finden. Und ich meine, jetzt haben wir eine verdammt gute Gesundheitsregeneration. Fast ja so gut, als hätten wir das komplette Set. Oh. Okay, da muss ich sogar runter. Also von dem her denke ich, lohnt sich das schon. Okay, bloß so eine Saat. Ja, ich will mich bloß mal umschauen, ob hier... Halt, achso, das sind giftige. Okay, die halten zwar ein bisschen mehr aus, sind aber auch kein Problem. Ach, verdammt. Ich hasse es, dass sie so lange nachladen muss. Da aktivieren wir mal schnell das.
So, und hauen das Ding hier schnell um. Weil die Viecher will ich nicht allzu lange um mich rum haben. Okay, sehr schön. Und was wir auch noch machen müssen, ist natürlich den Fähigkeitenpunkt verteilen. Wir sind leider immer noch nicht Stufe 16, das heißt, wir können immer noch nicht die nächste Stufe erreichen. Machen wir jetzt den kritischen Schaden hoch. Oder die Stärke. Ne, ich nehme die Stärke. Da wir gesehen haben, wie viel so ein bisschen Stärke bringt, sind da 10 Punkte, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel. Okay, hier gibt es aber, glaube ich, soweit gar nichts. Deswegen gehen wir, genau, einfach den Weg. Und wupp. Und schwupp. Sehr schön. Oh je, das heißt doch gleich Miniboss. Oder schon ein richtiger Boss? Ich weiß es nicht, wie lange die Narbe geht. Schauen wir mal. Ne, das heißt doch. Das ist gar nicht gut. Oh je, ja. Schnell nach oben. Es war natürlich klar, dass da so irgendwie was kommen musste. Hatte ich mir irgendwie schon fast gedacht. Was? Oh, verdammt. Ah, darüber. Habe ich beinahe übersehen. Ja, natürlich muss ich mich da jetzt fallen lassen. Na, komm und schnell nach oben. Und jetzt nochmal nach oben. Okay, jetzt bekommen wir ein bisschen was. Da schnell. Oh Gott, das wird ja sogar anstrengend. Ah, ich verstehe. Das ist ja cool. Einmal dran vorbei, um dann nach oben zu kommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht. So, dort kommen wir auf die Seite. Oh, wir haben hier jetzt einige Optionen. Manches scheint sogar gar nicht so optional zu sein. Okay, es gibt doch schon ein bisschen Leben dazu, kann man sagen. Also wenn wir die Feinde gut unter Kontrolle haben, dann passt es. Die sind schon relativ stark, muss man sagen. Level 17, was? Oh Gott. Weil ich kein Ziel anvisieren konnte, weil das Vieh sich nicht treffen gelassen hat. So, nein, 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 okay. Und du noch weg. Ach, verdammt. Ich hasse es, wenn sie dann nach vorne hauen. Kann man schon schlecht ausweichen. Okay. Was können wir damit denn jetzt machen? Ach, durch die Lava fahren, natürlich. Da war ja was. Wir werden die ganzen Viecher natürlich auch mit der Kreation töten können. Wobei man sagen muss, wir machen jetzt natürlich auch schon ziemlich gut Schaden. Die Klingen will ich eigentlich. Hallo, die Klingen. Ich dachte, die hätten irgendwie eine blaue Farbe. Sah irgendwie blau aus für mich. Na gut. Dann war es halt bloß eine ganz normale Sense. Ach so, und hier wären wir auf dem normalen Weg rübergekommen. Ja, genau. Okay, das dort oben. Ach doch, das erwischen wir. Stimmt. Das sollten wir doch eigentlich erwischen. Nein? Jetzt aber. Na also. Hat gar nichts gebracht. Na gut. Hätte sein können, dass darunter ein Stein wäre, aber das wäre schon ziemlich fies gewesen. Und das ist alles von der Fährmannsmünze? Okay, ja, und eine Kiste. Schauen wir uns beides mal an. Außer, dass wir hier nicht weiterkommen. Achso, da müssen wir. Achso, das ist dann bloß der Rückweg. Okay, verstehe. Dann machen wir es halt so rum. Ich wäre jetzt dort nach oben gegangen und dann, na, von hier aus zurück. Wie gesagt, so geht es natürlich genauso. So, vor allem diese Steinbrocken können hier halt überall rumliegen. Dort nochmal. Okay. Kann ich denn jetzt eigentlich schaden, oder... Nee, wieso haben die denn so wenig Leben aber eigentlich? Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass sie schon mit der Hälfte der Leben starten. Oder, ja, sich zusammenfügen. Soll es dadurch ein bisschen leichter sein, weil die doch schon ein bisschen höheres Level haben, oder wie? Nein, 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 ach. Ich hasse das, wenn das da einfach nicht macht. Es ist zwar, wie gesagt, es ist zwar echt schön, dass man die... Oh Gott.
dass man die Waffe ausgerüstet haben kann. Und dann trotzdem sich ranziehen. Aber wenn es dann halt nicht funktioniert, dann ist, ja, dann ist halt irgendwo ein bisschen doof. Ach, guck mal, da ist er ja wieder. Was haben wir denn hier? Tatsächlich einen Schlüssel, okay. Ich habe zwar noch nicht gesehen, dass wir hier irgendwo einen Schlüssel brauchen, aber war gut. Dann haben wir ihn jetzt auf jeden Fall schon mal. Und dann können wir jetzt hier auch weiter, ohne die Kreation wieder mitnehmen zu müssen. Genau. Sehr schön. Okay, die starten jetzt mit vollem Leben. Ganz komisch. Aber die besiegen wir genauso schnell. So, dann die Kombo nochmal und das nochmal drauf. Ja, wunderbar. Schön, schön. Ja, sind halt die Kreationen. Die sind jetzt wirklich nicht so schwierig. So. Ah, tatsächlich, dort drüben ist eine verschlossene Tür. Okay. Jetzt sollten wir hier ja irgendwo wieder so ein bisschen am Anfang sein. Okay, komisch. Den können wir jetzt gleich angreifen, aber die vorher nicht. Okay, sehr schön, dass du direkt reingelaufen bist. Nicht die schlauesten, die Viecher. Okay, damit erwischen wir gleich beide weiterhin. Ah, mit einem Schlag. Aber leider nicht mit allen. Aber trotzdem, macht gut Schaden. Wunderbar. Wir brauchen hier eine Kreation, das definitiv. Die Tür hier bekommen wir nicht auf. Kiste? Wo ist denn die Kiste? Dort hoch komme ich aber auch nicht. Nö. Nee, niemals. Okay. Dann bleibt uns, glaube ich, gerade bloß ein Weg. Und der führt hier rechts vorbei. Genau. Und damit sollten wir da eigentlich eine Kreation... Ja, aber wie bekommen wir die dann da hoch? Ich kann nicht. Ah, ich habe gerade alle voll. Sehr schön. Stimmt, ich glaube, wir wurden irgendwann mal ausgerüstet. Ach, das ist der Eingang. Ah, ja. Das ist dann natürlich ein bisschen uncool, weil dadurch fehlt mir hier jetzt irgendwie... Na, irgendwie so ein bisschen was.